Ich würde den Kontakt zu ihr abbrechen. Definitiv alle kaputt. War noch nie in der Situation. Ich würde beide unboxen. Jo Leute, was geht zum neuen Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist schon, wie man sehen kann, relativ dunkel, aber ich will das Video ganz schnell, ganz schnell noch hinbekommen. Auf jeden Fall, die Frage heute lautet, wie würdest du reagieren, wenn dein Freund mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin fremdgehen würde? Ich würde sagen, wir fragen welche, also let's go! Hat irgendwer von euch eine Freundin? Nein. Nein. Okay, aber stellt euch vor, ihr habt jetzt eine Freundin, ja? Wie würdet ihr reagieren, wenn euer bester Freund mit ihr fremdgehen würde? Das wäre schlecht. Wäre ziemlich hart. Ziemlich hart? Wie würdet ihr denn reagieren? Schluss, nachher Freundin weg, würde ich sagen. Ja. Ja, aber stellt euch mal wirklich vor, so ihr sitzt da zu dritt oder so, denkt euch nichts Böses und dann auf einmal kommen die wirklich an und sagen, ja, wir sind fremdgegangen. Was würde man denn sagen da? Na, kommt drauf an. Worauf denn? Wenn die was getrunken haben, dann würde ich das verzeihen, glaube ich, aber sonst eher nicht. Ja, aber da hast du ja die ganze Zeit den Hinterkopf. Ja, ich würde sagen, das geht. Okay, du hast noch gar nichts gesagt, was würdest du denn sagen? Ich würde auch sagen, wenn sie betrunken sind, würde ich vielleicht noch mal ein Auge zudrücken. Aber sonst würde ich mal fragen, was das soll, warum er das getan hat. Und wenn es dann irgend so ein bescheuerter Grund ist, würde ich ihm vielleicht auch eins aufs Maul geben. Ich hau dem selber mal eine rein. Ja, das mache ich. Okay, cool, danke, das war's schon, ne? Hat irgendwer von euch eine Freundin? Nein. Stellt euch vor, ihr habt eine Freundin, ja? Ja. Okay. Ihr habt ja bestimmt einen besten Freund, das ist... Ja. Wie würdet ihr reagieren, wenn euer bester Freund mit eurer Freundin fremdgehen würdet? Ich würde beide unboxen. Ich schwöre, beide geschlagen, schon alles. Oh, aber stellt euch mal vor, ihr seid in einem Zimmer, eure Freundin ist da und euer bester Freund und die sitzen da nebeneinander und sagen so, ja, ey, wir hatten was. Was würdest du machen? Ja, dick Dreier oder so. Nein, aber jetzt echt mit beide umboxen, jetzt ehrlich. Oh, du bist Frauenschläger, oder wie? Ja. Ah, okay. Nein, warte. Guck, Frauen schlägt man nicht, aber guck mal, wenn der Junge fremd geht, dann darf die Frau dem Jungen doch auch eine Ohrfeige ziehen. Machen die meisten Weiber doch. Ja. Also ich würde jetzt nicht komplett reinscheißen, aber so Ohrfeige kann man geben. So eine Klatsche kann man schon machen, ne? Ja, ja. Nur eine aber. Was? Nur eine Ohrfeige. Aber eine Ohrfeige bei Jungen ist nicht mehr. Snapchat berzan.akin. ROHAT_URFA. Bist du Bescheid? Habt ihr mal ganz kurz Zeit für eine Frage zum Video? Nee. Dankeschön, bis später, ciao. Seid ihr zufällig zusammen? Nein, das ist mein Bruder. Oh, sorry. Und zwar, wie würdet ihr denn reagieren, wenn eure Freundin oder dein Freund mit deiner besten Freundin oder besten Freund fremdgehen würde? Wäre nicht so geil, ne? Was würdest du denn machen? Würdest du Schluss machen? Würdest du ihr es verzeihen? Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. War noch nie in der Situation. Okay, und du? Ja, ich würde auf jeden Fall Schluss machen. Ja, auf jeden Fall, ne? Und was mit deinem besten Kumpel dann? Roast before house. Fände ich nicht so gut. Ja, ist schon scheiße, ne? Ja, okay, das war's schon. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Hast du einen Freund? Ja, habe ich. Du hast eine beste Freundin, richtig? Ja. Wie würdest du denn reagieren, wenn deine beste Freundin mit deinem Freund fremdgehen würde? Also, ich würde den Kontakt zu ihr abbrechen und ja, das war's. Also, ich würde nicht viel dazu sagen, sondern direkt einfach abbrechen. Ja, das sind Worte. Was ist mit deinem Freund dann? Schluss machen direkt, ja? Ja, direkt Schluss machen und dann nie wieder mehr was mit ihm anfangen. Checkt mal den Hoodie ab, Alter, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Urchan hinter der Kamera, das ist sein Merch. Also gönnt euch ihn einfach mal. Und gerade läuft es richtig gut. Richtig viele Leute kommen schon vorbei und sagen so, ey, lass mal ins Video. Es ist einfach richtig geil gerade. Also würde ich sagen, komm, weiter. Und zwar, hat irgendjemand von euch eine Freundin? Ja, habe ich. Okay, wie würdest du reagieren, wenn dein bester Freund mit deiner Freundin fremdgehen würde? Mag ich ihm tot. Ja, einfache Worte, ne? Und was ist mit deiner Freundin dann? Mag ich sie auch tot. Okay, cool, das war's schon. Danke, ne? Haut rein. Wie würdet ihr reagieren, wenn eure beste Freundin mit ihm fremdgehen würde? Ja, total hassen, ne? Voll die Hure. Ja, aber was würdet ihr denn mit eurem Freund da machen? Schluss machen. Wegklatschen. Wegklatschen, okay. Also einfach Schluss machen, nichts sagen. Genau. Beleidigen. Ja, halt, hassen. Ja. Kann man auch machen. Und zwar, meine Frage lautet, wie würdet ihr reagieren, wenn euer bester Freund mit eurer Freundin fremdgehen würde? Was würdet ihr machen? Ja, also erstmal würde ich so mit ihr reden. Erstmal so, ich würde ausrasten. Ja, dann würde ich halt irgendwo auch Schluss machen, wenn sie halt fremd geht. Ja klar, das macht man ja. Das ja. Stell dir vor, dein Kumpel geht mit ihr fremd und du machst nicht Schluss. Ja, erstmal würde ich halt so trauern. Trauern? Ja, halt, ich würde traurig sein. Ja, ich meine, ich würde meinem besten Kumpel oder so, keine Ahnung, voll die Ansage machen. Na, nein, ich werde jetzt nicht so schellig. Nein, ich bin nicht so einer, der sofort zuschlägt. Freund Kontakt abbrechen und mit Freunden Schluss machen. So ist es auch richtig. Du? Definitiv alle kaputt schlagen. Ich hab alle kaputt schlagen. Ja, zu beiden Kontakt abbrechen, ne? Ganz einfach gesagt. Wie würdest du reagieren, wenn dein Freund mit deiner besten Freundin fremdgehen würde? Tja, dann wäre vorbei. Was wäre denn vorbei?
Ja, Freundschaft, Beziehung, alles. Also direkt alles abhacken so. Okay, und würdest du noch irgendwie, was wären denn die letzten Worte an ihm? Ich würde gar nicht mehr mit ihm reden. Also einfach sagen, ja, ich habe keinen Bock mehr auf dich, hau rein, wir schönes Leben oder auch gar nicht oder... Und deiner besten Freundin, würdest du ihr noch irgendwas hinterherrufen oder so? Ich würde ihr nur Vorwürfe machen und dann hätte sich das für mich auch erledigt. Also wir haben jetzt schon mal so ein paar komische und auch gute Antworten bekommen, aber es läuft gerade gut und es wird gerade dunkel, wie ihr sehen könnt. Also letzte Frage jetzt, let's go. Wie würdet ihr denn reagieren, wenn eure Freundin mit eurem besten Kumpel fremdgehen würde? Oh, keine Ahnung. Kommt drauf an, wie gut das Verhältnis ist so. Ja, ich meine, guck mal, du hast ja einen besten Kumpel, ne? Ja. Und würdest du mit ihm Kontakt abbrechen? Ja. Wenn er sowas raushauen würde? Nicht für immer, glaube ich. Ja, man wäre halt schon pissig, halt richtig. Ne? Ja, aber ja, Bruder vor Bruder. Was würdest du zum Beispiel mit deiner Freundin dann machen? Was würdest du ihr sagen oder irgendwie, würdest du sie hauen oder? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Schlagen oder nicht? Keine Ahnung, ich würde es spontan sagen. Also spontan eine Schelle. Auf die Situation dann an. Boom, Junge! Das war's mit dem Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Es war jetzt, glaube ich, ein bisschen kurz. Ich hoffe, es war nicht zu kurz. Aber es hat trotzdem Bock gemacht. Erstmal danke an Gideon, dass er gefilmt hat. Und sein Video drehen wir jetzt. Also laber ich jetzt nicht lange rum. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tut es einfach. Lasst ein Like da. Danke nochmal an euch, dass ich 1000 Abonnenten jetzt endlich habe. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ne? Ciao.